Hallo und herzlich willkommen zurück zu I Wanna Kill the Chameleon. Ja, ihr seht, ich bin schon in den nächsten Raum gelaufen. Aber der hat hier automatisch gespeichert, ja. Das heißt, ich komme sowieso nie wieder zurück. Und da war dieser Save und ich dachte, ja, der Save wird dann halt, muss ich jedes Mal den Raum übertreten, aber Pustekuchen, der Raum speichert man auch für sich selber. Ja gut. Ne? Das heißt, wie wir sehen, it's Party Time! Schon wieder! Es ist echt ein Witz mittlerweile, wie häufig ich diesen Raum halt schon gemacht habe. Wie unheimlich nicht schwierig dieser Raum ist. Oh, it's Party Time! Aber wenigstens ist man mit dem schönen It's Party Time, wenn man anfängt. Wenn das mal nix ist. Weil diesmal die Speicherpunkte wesentlich rar gesetzt sind, als sie das beim letzten Mal waren. Das sollte an sich auch nicht wirklich das Problem werden. Eigentlich. Weil da Leute sollen den Sprung erleben. Weil das ist natürlich wieder nicht genau der gleiche Sprung wie vom Original. Weil, das geht ja nicht. Das ist ja eine ganz andere Engine. Ja. Ich bin gerade schon ein bisschen überfragt, wie der Sprung gehen soll, weil... So komme ich ja nicht mehr ansatzweise. So geht der normalerweise. Ja, und so habe ich den auch schon x-tausend Mal gemacht, aber... Ups. Aber irgendwie... Aber so geht der irgendwie in diesem Fall nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das zu funktionieren hat. What the fuck denn mal? Aha. Nee. Komm, so komme ich ja nicht mehr ansatzweise dahin. Nee. Muss ich das jetzt nachvollziehen? Nee. Ich habe irgendwie einen dritten Jump oder so? Oder muss ich? Ich kann natürlich auch ganz kluge Tricks machen, ne? Machen wir halt einfach so, ja. Dann kann ich das noch ein bisschen weiter rechts. So! Jetzt gucken wir dann nochmal, ob der Sprung so unmöglich ist, ne? Alter! Ist auf jeden Fall immer noch nicht einfach. Ah. Aber so ist er zumindest machbar. So jetzt. So lovely einfach nur. Aha. Ich hätte gern da oben hätte ich gern noch mal ein Zelt gehabt. Aber da oben, wo ich jetzt noch nicht einmal war, aber... Warum? Lol. Ich bin gerade auf der Plattform aufgekommen und einfach... Da schon wieder. Fuck. Auf der Plattform aufgekommen und verreckt einfach. Das ist gut, wenn man das nicht richtig programmiert bekommt hier mit dem komischen... Hey, man kann auf der Unterseite von Spikes laufen. So. Ah, komm schon. So. So, wie geht jetzt der Sprung hier? Ich glaube, man muss von denen da drunter darüber springen. Ich glaube, das war der Trick an der Sache. Aber das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, weil der Abstand einfach so viel zu hoch ist da oben. Ich weiß aber nicht, ob der Sprung anders hier möglich ist, hier von dem Speicherpunkt darunter. Der Winkel ist einfach so verdammt spitz. Oder ob das wirklich so gedacht ist hier.
Okay. Ein schwerer Sprung noch. Und hier raus. Ja. Das hält mich schon wieder länger auf, als es sollte eigentlich. Läuft, wie ich das gemacht habe. Wobei man jetzt, wie gesagt, fairerweise sagen muss, das ist ja eine andere Engine. Von daher kann man das nicht so ganz 100% nachvollziehen. Das heißt, die Sprünge sind schon müh anders, ja? Würde ich mal sagen. Und warum? Ich kann den Doppelsprung gar nicht. Da, ich bin schon auf der Plattform. Da, das ist super. Das ist ganz großes Kino, ist das. Aber ich weiß auch nicht, was ich da mache, dass das so ist, wie es ist. Buggy, 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 buggy. Aha. Keine Ahnung, was ich da mache. I don't even know. Ja. Ich liebe Bugs. Ich liebe Bugs so sehr. Oh, sind Bugs gut. Oh. Das ist wirklich ein Bug. Halleluja. Kann man was anderes erzählen. Und jetzt nämlich von hier darüber und dann da rein. So oder so ähnlich sollte es aussehen. Ja, das wird halt jetzt auch noch 2-3 Versuche in Anspruch nehmen und dann ist das so. Etwas, wie deine Mutter ist. Dein Bug ist übrigens. Ja, aber das ist gut. Danke. Weiß ich, testet man sowas nicht, oder? Bin ich der einzige Mensch, der diesen Bug rausgefunden hat hier? Ja, das ist super. Ist vielleicht daran, dass ich da oben gespeichert habe oder so ein Scheiß? Ich weiß es nicht. Oh, Alter. Ah, shit. Ja. Es ist so ein 50-50, ja, das ist weniger als 50-50. Man muss einfach fucking Glück haben, dass er nicht einfach platzt, wenn man da unten auf dem Feld, wo man eigentlich stehen soll, können sollte. Ich denke auch. Nee, kann ich nicht, der Winkel hat immer noch zu spitz ist. Ach Mann, der macht den Doppelsprung immer so spät immer. Guck mal. Ja, das geht gar nicht. Das kann man da oben gar nicht von der Plattform schaffen, meiner Meinung nach. Vielleicht gibt es da irgendwie wieder den monstermäßigen Trick oder so. Immerhin schafft das doch irgendwie, aber meiner Meinung nach geht das nicht. Boah, mein Gott, das ist... Dieser Sprung da raus ist eigentlich im Original so nicht schwierig. Und hier weiß ich nicht. So unheimlich schwierig gemacht. Boah, könnt diese Plattform jetzt mal aufhören zu buggen, bitte? Oh, ich bin in der Plattform, ich muss ganz toll buggen. Dankeschön. Dieser Sprung da raus, ne? Der macht mich wahnsinnig. Weißt du, wenn diese Plattform da unten nicht buggen würde und ich diesen Sprung da raus. Warum? Da raus häufiger schaffen würde, ja, dann könnten wir mal drüber reden. Aber so ist das im Rocks. Oh, really? Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Warum schon wieder an dem letzten? Oh, ne. Ich hätte gerne Versuche. Hätte gerne Versuche an dem Jump danach, nicht an dem Jump da hoch. Mir die Versuche egal, das bringt nämlich eh nichts. Warum schaffe ich diesen Sprung da so selten? I don't even know why. Das ist Bullshit. Sondern es ist halt eigentlich genau der gleiche Jump wie da vorne, nur das Spikes halt da dran sind noch irgendwo. Boah, Langeweile. Du die. Ein Bug? Und ein komischer Sprung halt mich davon ab, hier weiterzumachen. Ja, buggy, 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 buggy. Okay, das war nicht die Buggy-Stelle. Wenn ich sterbe, ist es immer buggy. Außer da unten, das ist sogar wirklich buggy. What the fuck, einfach mal. Yo, das ist cool. Also, so kann man auch Tode sammeln. Das ist eine sehr kreative Art und Weise, Tode zu sammeln.
Halleluja. Och Manu, warum klappt denn dieser Sprung da raus so selten? Muss das irgendeinen Sinn haben? Oh, so finde ich das natürlich auch mal mit zwei kleinen einfach. It's Barshi Time, Plup, it's Barshi Time. I live. Das ist so random einfach. Aha. Ah, warum? Aber so muss der Sprung aussehen. Ich weiß nicht ganz genau, was mich da gerade schon da gekillt hat. Ich bin wahrscheinlich zu früh nach links gegangen. Aber wenn der Sprung halt durch ist, dann war es halt, ne? Dann sollte es auch zumindest gewesen sein. Dann ist halt dann noch ein Sprung über einen Spike drüber, aber das ist doch nicht das Problem an sich. Den mich da halt dann auch wieder failen, aber. Bist du. Dieser Bug hier! What the fuck? Allein deswegen würde ich diesen Raum jetzt gerne verlassen und diesen Bug einfach mal hinter mir zu lassen. Halleluja. Ach, was denn? Lovely, echt. Lovely, lovely. Das war für mich bekannt, wie gut es war, Shitan. Scheiße. Scheiße, scheiße, nochmal scheiße, sag ich dazu. Was für ein Kack. Ich hab den ersten Sprung geschafft, oh, lass doch mal in den Spike springen. Ja, viel zu einfach, würde ich jetzt zweimal hintereinander einen Versuch draufkriegen. Boah, mein Gott, dieser Bug! Möchte jemanden sehen, der mir das hier rational erklären kann. Ja, das ist so gewollt, dass man einfach mal 50-50 da drauf verreckt. Das sieht auch nur so aus, als wäre es eine Plattform. Eigentlich ist es ja ein Spike. Und in der Natur des Spikes musst du natürlich auch immer mal wieder sterben an dem Spike. Ich möchte gern sehen, wie mir das einer so erklärt. Keine Chance erklären, dass das gewollt ist. Ja, Buggy. Ich bin auch keine Ahnung, wo dran das liegt. Das ist einfach random. Es ist so random. So verdammt random. Oh, Randomness, du hast deinen Namen. Boah, Alter, jetzt ist ja wohl da genug hier. Okay. Warum springt der dann? Das ist doch. Okay. So, weißt du, wär hier dieser Bug nicht, dann wäre das nicht so unheimlich ermüdend. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen weiter probieren, aber das ermüdet mich hier gerade echt richtig hart. Bist du irgendwie retardet, du behinderte Plattform da unten? Oh, ich bin ein Bug. Und ich mag dich so gern. Ach, Moment. Ich kann hier durch Stacheln speichern, ne? Das heißt, ich kann da oben speichern. Verstehe ich, warum da oben nur eine große Lücke ist. Oh, danke. Ich muss diese Backplatte. Ich muss noch einmal nach oben kommen. Lass mich doch jetzt nach oben da. Ich habe keine Lust mehr auf die Backplattform hier unten. Meine Fresse. Warum springst du nicht? Mich regt es schon fast mehr auf, dass ich diesen Raum halt schon so tausendmal gesehen habe. Tausendmal durchgespielt habe. Und mittlerweile dürfte eigentlich überhaupt nicht mehr schwer sein. Aber dann kommen immer wieder neue Komponenten dazu. Zum Beispiel ein Backjump. Wie in diesem Fall. Oh. Direkt beim ersten Mal. Was ist da los? Was ist da los, Game? Was ist da los? Ich muss das noch einmal schaffen, da rauszuspringen. Ich hab das nicht realisiert mit dem Checkpoint, weil im Originalspiel kann man nämlich nicht die Spikes hier speichern. Okay, man kann hier auch nicht die Spikes speichern. Ich habe nichts gesagt. Gut. Warum kann man das nicht? Schade. Das heißt, wir müssen uns weiter mit der Backplattform rumschlagen.